In den Zeiten der Corona-Pandemie, wo wir hier in der Stiftskirche keine Abendmahlsgottesdienste feiern können, wie sonst jede Woche, dürfen wir trotzdem miteinander und auch jeder für sich zu Hause den Psalm beten, der zu jeder Abendmahlsfeier dazugehört. So lese ich uns Verse aus Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Amen. Corona macht blind, so war neulich in einer Überschrift zu lesen. Corona macht blind. Medizinisch gesehen ist das natürlich Unsinn. Das Coronavirus nimmt uns den Atem, geht auf die Lunge, nicht auf die Augen. Aber gemeint war das auch ganz anders.
Corona macht vielleicht, dass wir uns nur noch um uns selbst drehen, nur noch uns selbst sehen und keinen Blick mehr haben für andere Themen und schon gar nicht für anderes Leiden in dieser Welt. Konkret bezog sich die Überschrift auf die Not der Menschen in den Flüchtlingslagern in Moria auf Lesbos und an den Grenzen Europas. Corona macht blind. Corona macht uns auch unsere weltweite Verstricktheit, aber auch unsere weltweite Verbundenheit deutlicher denn je. Auch unsere Verbundenheit zu unseren weltweiten Geschwistern. Gab es so etwas schon einmal, dass wir alle gemeinsam weltweit gegen einen gemeinsamen Feind gekämpft haben? Wären wir uns doch auch in anderen Bereichen so einig, etwa beim Klimawandel oder in unseren christlichen Kirchen auf Blick auf die Einladung zum Glauben an Jesus Christus. Auch wenn das Virus uns alle betrifft, so sind doch nicht alle auf die gleiche Weise davon betroffen. Das wird deutlich. In meiner Arbeit, in meiner Aufgabe als Synodaler, als Mitglied der Landessynode, bin ich im Besonderen im Ausschuss für Mission, Ökumene und Entwicklung tätig. Bei diesen Themen schlägt auch mein Herz, das Herzstück meiner Theologie, könnte man sagen. Zu schauen, dass die Welt sich nicht um uns selbst dreht, sondern dass wir gerade als Christenmenschen mit anderen Christen auf der Welt verbunden sind. Ein Mitglied unseres Ausschusses erhielt dieser Tage Post aus Marokko. Die evangelische Kirche dort ist klein, landesweit etwa 3000 Menschen, aber sie wächst sehr dynamisch, sie ist jung, sie besteht hauptsächlich aus Migranten, Studierenden, Geflüchteten. Deshalb ist sie auch sehr arm, dennoch ist sie sehr lebendig. Diese Geflüchteten aus West- oder Zentralafrika stranden oft in der Kirche, weil sie Hunger haben, Durst oder ein sicheres Dach über dem Kopf brauchen und weil sie sonst keine Anlaufstelle haben. Jetzt herrscht dort Ausgangssperre. Die oft obdachlosen Migranten haben keine Gelegenheitsjobs mehr und es gibt nichts, womit sie durchkommen könnten. Da hilft ihnen die junge, arme Kirche vor Ort. Sie verteilen Lebensmittelpakete und an Mütter mit Babys Windeln und Milch und bezahlen Mieten. Auch mit der Unterstützung, die sie von uns erhalten. Im Brief heißt es: Dank eurer Unterstützung können wir die Arbeit für die Migranten und Flüchtlinge in Marokko fortsetzen. Überall im Land verteilen die Teams Lebensmittelpakete, kaufen Medikamente, Milch und Windeln. Jedes Team hat sich auf die Gegebenheiten je nach Stadt eingestellt, um die Sachen zu den Flüchtlingen und Migranten unter Berücksichtigung der Vorsichtsmaßnahmen zu befördern. Unser Auftrag in Zeiten der Pandemie ist es, weiter für die Verwundbarsten unserer Schwestern und Brüder zu sorgen. Das ist sicher eine schwierige Zeit, wobei Gott es uns auch ermöglicht, unseren Glauben an ihn über Jesus Christus zu bezeugen, den Immanuel, den Gott mit uns, der uns täglich bei unserer Arbeit begleitet. Nein, die Pandemie wird nicht das letzte Wort haben. Der auferstandene Christus macht uns stark. Er ist unsere Hoffnung und unsere Freude in diesen Zeiten der Gesundheitskrise. Soweit dieser Brief aus Marokko. Und ich könnte andere Briefe aus dem Kongo oder aus vielen anderen Ländern dazu nehmen und daneben stellen. Corona macht nicht blind, hoffentlich nicht. Das Coronavirus darf uns nicht blind machen für die Not und die Schmerzen der anderen, sondern uns die Augen öffnen. Und von den Kirchen der Diaspora, der weiten Welt dürfen wir lernen, nein, die Pandemie wird nicht das letzte Wort haben. Der auferstandene Christus macht uns stark. Er ist unsere Hoffnung und unsere Freude, gerade in diesen Zeiten. Amen. So wollen wir zu Gott beten, so wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme,
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dürfen wir mit geöffneten Augen die Wege gehen, die vor uns liegen, unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden.